I'm sorry. That was my joint. Well, well. I don't like strangers in my home. Especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do you? Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Because you're such a badass, Max, let me show you my new toy. Alter, furchtlos. Alter, wir haben nichts gesagt. Was kommt jetzt? I'm Price. Chloe Price. Bang. Jesus, put that thing down. Chillax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Auf anyway, geht's. Let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hick hole. Dann, diese Tat wird Konsequenzen haben. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody. Wir gehen ihm echt auf den Sack. I have to think about my own future. Ja, aber ich helfe gerne Leuten. Manchmal. Okay, eher selten. Ja gut, gar nicht, aber das ist ja auch egal. Gut, dann verlassen wir das Zimmer mal. Der Alte wird uns noch richtig auf Eier gehen. Da bin ich fest von überzeugt, dass er uns so richtig auf die Eier gehen wird. Mit allen möglichen Sachen. Wahnsinn. Naja. Ich muss sagen, es ist niedlich. Ja, wie nah! Isn't this awesome sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, Slowpoke! Hold on! I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Whoa. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Daran habe ich übrigens auch gedacht. Nicht, dass gleich ein Sturm kommt und wir plötzlich von dem Leuchtturm erschlagen werden. Naja, wir gucken uns erstmal um. Da war es schon wieder dieses, am Anfang. Ein Eichhörnchen. Oh, cute little squirrel. You and me, stare contest. Gewonnen. I'm the best man. So, wir schauen mal eben das Schild, Lighthouse. Sehen wir uns bei ihm an. Like I'm in my nightmare again. Ach ja, jedenfalls ist jetzt kein Sturm. Naja. Boah, Varen, Alter. Ja gut. Ah. Ja, dann Max, dein Ritter in strahlender Rüstung hier. Ich weiß, du sorgst dich um mich. Ich schulde dir was. Danke für heute. Ruf dich später an, okay? Versprochen. KP, du musst mir noch dein großes Geheimnis erzählen. Kek. So, was haben wir denn hier? Da haben wir wieder ein paar Blätter. Ich würde mal sagen, wir blättern mal ganz schnell durch. Nächste. Da. So, kann man sich ja mal durchlesen bei Zeiten. So, wir haben jetzt Varen einmal kennengelernt. Ah, eindeutig. Ja, Mathematik in dem Bereich, wissenschaftliche Erkenntnisse in der Physik. Sehr schön. Ein Physiknarr vielleicht. Und einmal Chloe.
Kann man sich auch mal schnell durchlesen, wenn ihr lustig seid, ne? Und 3, 2, 1, Pech. They can always escape. Warte mal, warte mal, warte mal, wir können ja noch eine Sache. Voilà. Ups, falsche Taste. SMS. Sie hätte noch eins. Absolut, ich hab. Okay, gut. Hey Max, bist du in der Nähe? Immer, alles klar? Möchtest du später Tee trinken gehen? Absolut. Ich hab viel Zeit. Ich hab ab vier Zeit. Bis dann. Danke nochmal für deine Hilfe, Max. KP, der Typ ist ein Arschloch. Oh ja. Hier ist immer noch ein Sternchen. Ah, Rachel. So, wer nochmal Rachel genauer kennenlernen möchte, ne? Hier habt ihr die Möglichkeit, ihr könnt euch das Ganze nochmal durchlesen. Und 3, 2, 1, weg. So. Und wieder gespeichert. Perfekt, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Ah, jetzt kommt man hier. Ein Haiku. Ein Haiku, ein Haiku. Sehr schön. Haiku? How pretty. Oh, ich wollte mir das, dachte eigentlich, dass man sich das vielleicht nochmal durchlesen kann. Hier ist nochmal ein Graffiti. Trust no one. How long has that been here? Alles klar, gut. Dann, was haben wir sonst noch? Wir könnten uns vielleicht zum Leuchtturm begeben. Wir haben eine Karte, die können wir uns mal ansehen. Wowzer, Chloe drew that to mark our tree fort. So we'd always be able to find each other in case of emergency. Baumhaus. Sehr schön. Was ist das denn? 14. Und die 7. Okay, alles klar. Gut, wissen wir Bescheid? Wir gehen doch direkt wieder gleich zu Chloe. Ich möchte nur ganz kurz gucken. Ein Graffiti. Einmal ansehen. Clearly, the Bigfoots are everywhere. Es ist richtig. Können wir hier rein? Ne, können wir nicht. Okay. Können wir auch vielleicht hier rein? Leuchtturm. Ansehen. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Wer wohl da dahin Zutritt hat? Vielleicht unser lieber Wachmann. Können wir die mal fragen? Ah, neuen Graffiti. Weird. Those glyphs remind me of the wind. Das erinnert dich an Wind? Echt jetzt? Fußbrücke? Those sure aren't big feet. What kind of animal left those prints? Das frage ich mich auch. Fußabdrücke sind ja eher in dem Boden und nicht auf dem Boden. Naja, egal. Boah, es ist schön hier zu sitzen. Boah, viel zu hell. Ich habe keine Sonnenbrille darauf. This would be a nice photo of Chloe, framed by the sun. Kann ich kein Foto schießen? Nein. Sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. Pflanz dich hin. Mit Vergnügen. My pleasure. Feels nice out here after all that drama. You really took one for Team Chloe. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Tja, das kann ich mir vorstellen. Mach mal so. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? I wish. You know I would have read them. I'd love to. They must be important, or he wouldn't hide them deep in his garage bunker. He kinda creeps me out. I bet the truth is out there in his files. Most likely, but it's good you didn't find his files. He would go ballistic. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score.
You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. Oh, ich würde am liebsten keins von beiden fragen. Ich frage einfach mal Nathan. So. So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Krank, eindeutig krank. That is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. Ganz ruhig, Chloe. Wir sind bei dir. Noch. Ich würde sie eigentlich beruhigen wollen, aber wir fragen sie ja nur aus. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Ich würde sagen, wir haben unsere Mission gefunden. The shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Nicht schon wieder. Jetzt sag nicht, wir dürfen wieder von neuem starten. Ein Reh. Boah, ist das windig hier. Oh, fuck. Ist das windig. Da. Oh, du Scheiße! I wonder how we'll get around this. What the fuck, Alter? Da gehen wir hier entlang. Alter Schwede, ey, hätte uns fast so einen Stein weggefetzt. Oh, kann ich da nicht drunter her oder so? Alter, wie sollen wir denn daran vorbeikommen, bitte? Was? Was zum Fick? Kommen wir hier drüber? Stimmt. Kann ich ja machen. Stimmt ja. Oh mein Gott. War das ein... Okay, okay. Oh. Das Reh, das Streicheln. Streicheln, es ist niedlich. Ich will's streicheln. Ich könnte wetten, die Hölzer kommen jetzt. Ja. Das war so klar, weil die stehen schon die ganze Zeit. Erstmal wusste ich schon am Anfang, dass die da stehen und uns irgendwelche Probleme bereiten werden. Okay, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Okay, wir müssen das Ganze ein bisschen zurückspulen. Oh, schnell durch. Eine Zeitung! Wir rennen wegen der Zeitung hier rauf, was?
Lesen. Alles klar. Lesen wir eine Zeitung an diesem verfickten Ort gerade. Ist es Friday? That's only 4 days away. Na, wir konnten nicht zu Ende lesen. Oh Mann. Oh mein Gott. Was willst du machen? Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But hi, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. Du musst was rauchen. Oh Gott. Damn. Was ist denn nun mit der? What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Herzlich willkommen bei Life is Strange. Wie es einfach mal schneit. Bei 25 Grad. Was? Er mit seinem blauen Auge, ey. Er mit seinem blauen Auge, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Ey, die heult immer noch? Wer ist das denn? Johnny Depp? Ich wusste gar nicht, dass er einen Hund hat. Und in einem Wohnwagen gewohnt. Das ist also der geldgeile Sack. Und das ist unser genialer Fotograf. Und das ist der Arsch, dem wir in die Eier treten möchten. Oh Gott. So, damit haben wir jetzt alles vorgestellt. Im Großen und Ganzen. Und das war Episode 1. Ja, das war Episode 1. Ist eine schöne Episode gewesen. Ist auch die einzige, die es gerade gibt. Die restlichen muss man alle kaufen. Die gibt's aber auch direkt ab nächster Woche. Ja. Hat gerade so mit der Aufnahme nicht ganz hingehauen. Die Folgen werden jetzt ein bisschen kürzer sein für die restliche Woche. Aber es sind gerade so 3 Folgen. Sehr schön. Ja, das ist halt das Ende, ne? Also von Episode 1. Ich freue mich schon auf Episode 2 und die anderen weiteren 3. Und ich würde mich dann verabschieden. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen ablaufen hier. Und warum lasse ich das eigentlich ablaufen? Na egal. Ich lasse es einfach mal ablaufen. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Zeit dazu. Und ich würde mich dann schon mal verabschieden.
um das Ganze abzukürzen. Nein, das nicht. Ein bisschen Namen durchlesen, ne? Einen herzlichen Dank an, an alle. An die ganzen Davids, die da sind. Ganzen Davids und sowas. Und ich sage dann schon mal einmal, tschüss, danke fürs Einschalten, bis zur nächsten Folge. Und ich halte dann mal die Schnauze und wir lassen einfach mal den Rest einfach ablaufen. Und so. Also wenn ihr schon mal die nächste Folge sehen wollt, klickt schon mal. Wenn die schon raus sein sollte, dann könnt ihr euch schon mal die nächste direkt reinziehen. Oder ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt. Eventuell. Also, ihr könntet ausmachen. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie noch nachher was gibt oder so. Es kann sein. Ich glaube zwar nicht, aber wenn, sage ich euch das dann beim nächsten Video. Eventuell. Oder hängt das noch dran? Und ich kann doch nicht aufhören zu labern. Ich muss einfach irgendeine Scheiße dazwischen labern, damit die Folge voller wird. Oh Gott. Square Enix Germany. Sehr schön. Ja. Playtester. Ja, gut. Ja, gut. Das war's. Bis zur nächsten Folge, Leute. Bis zur nächsten Aufnahme. Und ciao.